lieber Schütze, und herzlich willkommen zu einem neuen Reading für dich. Und zwar schauen wir jetzt in die erste Monatshälfte für den Juli. Mein Name ist Sirut Sabine und ja, lass uns mal schauen, was der Juli für dich bereithält, wie du in diesen Monat startest, welche Energien dich begleiten. Ja, und was das Universum dir gerne mitgeben möchte. Wir schauen jetzt hier vom 1. bis zum 15.07. für Schütze, und ich möchte zu Beginn hier 5 Orakelkarten springen lassen, so dass wir gut in die Energie eintauchen können, dass wir gut hinspüren, ja, was dich hier begleitet. Zu diesem Video, lieber Schütze, wird es eine Fortsetzung geben, und ja, in dieser Fortsetzung schauen wir dann nochmal tiefer, gerade auch hier auf ihn, der sich hier gerade gezeigt hat. Mach dir keine Gedanken über den Teufel, den bekommen wir in den Griff. So, eine Karte möchte ich jetzt noch, und dann schauen wir uns mal an, was sich hier zeigt. So, eine Hauptenergie bitte noch für Schütze. Was haben wir hier? Spür du bitte, lieber Schütze, ganz klar nach bei dir, wie sich deine Themen zeigen, wie sich die Energie da ja zum Ausdruck bringen möchte. Es gibt viele, viele Themen, und die Energie kann einfach auch auf unterschiedliche Bereiche zutreffen. Na, was haben wir denn hier? Eine Karte bitte für Schütze, eine Hauptenergie. Was haben wir für Schütze? Die Hauptenergie. Ja, so, die schauen wir uns auch direkt an. Der Brunnen. Dieses Deck hier hat 2 zusätzliche große Arcana-Karten, und der Brunnen ist eine davon. Und der Brunnen ist die Geburtsstätte von Ideen, Inspiration und Transformation. Alles ist geboren aus der Quelle weiblicher Kraft, und das Wissen fließt frei zu denen, die es suchen. Hier geht es um Pflege, Geborgenheit, Natur und Kreativität. Ja, der Brunnen ist zudem aber auch ein Übergangsort. Ein Übergangsort in die Anderswelt. Es ist ein Portal in die Tiefe. Das kannst du jetzt wörtlich nehmen, in die Tiefe, aber auch in die innere Tiefe. Der Brunnen kann gefüllt sein, der Brunnen kann aber auch leer sein. Wir lassen es mal so stehen, wir schauen mal, was sich hier gezeigt hat. Lieber Schütze, die 9 Schwerter, Suffering in Silence, die vielen, vielen Gedanken, das Erschöpftsein. Du bist da an dem Punkt angekommen, vielleicht, wo du gedacht hast, dass du hin möchtest, und irgendwie, ja, fühlst du dich erschöpft, fühlst du dich nicht so erfüllt, wie du vielleicht vermutet hast. Ihn haben wir schon gesehen hier, die Temptation, der Teufel, die Versuchung. Wir schauen mal, was wir hier noch haben. Ja, moving on. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Karte hier sehe. Moving on, bleib dabei, folge deinem inneren Kompass. Das, was hier noch dunkel erscheint, wird sich im Licht zeigen. Ja, schau mal, die 2 Kelche, Spiritual Union und der Turm. Ja, auch wenn der Teufel hier eine sehr kraftvolle, ich sag mal, Macht oder Energie offenbart, gerade auch mit diesem Suffering in Silence,
Wenn du diese Tiefe des Brunnens betrachtest und wenn er gerade leer erscheint, wisse, der nächste Regen kommt, die nächste Flut kommt, die Fülle kommt zurück in dein Leben. Vielleicht gilt es hier etwas Wesentliches loszulassen oder auch zu erkennen, wo du vielleicht sogar auch noch in alten Dramen, in alten Verstrickungen bist, die dich wirklich hier in den Kummer führen. Erkenne diese Verstrickungen und folge weiterhin deinem Weg, moving on. Und es wird sich hier die Liebe offenbaren. Und zwar ziemlich plötzlich. Oder die Liebe, diese zwei Kelche hier, die sehe ich als Schlüsselmoment, die den Turm aktivieren. Hier wird plötzlich etwas in dein Leben kommen, was das Blatt wendet, wo du merkst, die Flut kommt. Genau dafür lohnt es sich, weiterzugehen. So nehme ich das wahr, lieber Stier. Nein! Hat es als in meinem Kopf gemacht. Ich wollte Steinbock sagen, jetzt habe ich Stier gesagt. Schlussendlich sind wir bei Schütze. Lieber Schütze, halte deinen Fokus. Moving on. Lass dich von dem, was sich vielleicht im Außen gerade schwierig, herausfordernd anfühlt, lass dich da nicht verunsichern. Halte deinen Fokus. Und zwar auf deinen Nordstern. Ja, moving on. Dein innerer Kompass ausgerichtet auf deinen Nordstern. Die zwei Kelche, die Spiritual Union, die spirituelle Vereinigung, deine Seele mit dir, aber vielleicht auch hier männlich, weiblich in dir, in Einklang oder eben auch eine Begegnung im Außen, die sich hier, vielleicht ist es auch eine karmische Begegnung mit dem Teufel, die aber hier ganz gewiss alte Strukturen aufsprengt. Also, auch wenn es gerade noch herausfordernd aussieht, lass dich nicht verunsichern. Ritter der Schwerter. Vielleicht kam hier auch etwas im Außen sehr wuchtig auf dich zu, was dich wirklich in gedankliche Unsicherheit gestürzt hat. Der Ritter der Schwerter, der kommt hier mit einer Klarheit angeprescht, der wirbelt aber auch manchmal sehr, sehr viel Staub auf. Ja, schau mal. Vier Kelche, du siehst es nicht kommen. Und das nehme ich hier oben auch schon wahr mit dem Turm. Du siehst es nicht kommen, was da auf dich zukommt. Du bist zu sehr hier in deinen Gedanken verstrickt. Hier kommt eine Wendung und hier kommt die Auferstehung. Judgment, die Auferstehung. Und du siehst es nicht kommen. Du denkst vielleicht gerade noch darüber nach, wie dramatisch das Ganze war, wie es dich verletzt hat und welche Emotionen da in dir aufgewühlt wurden. Du betrachtest hier drei Kelche und denkst noch so, irgendwie, das hätte ich schon gerne, aber es ist gerade nicht so wirklich das, was ich mir vorstelle, zumindest im Außen. Die drei Kelche hier, das sieht wunderschön aus, aber irgendwie dennoch, ich habe hier diese Traurigkeit, diese Ablehnung. Ich möchte das behalten, was ich habe, aber im Grunde auch nicht, weil es dich ja hier nicht so wirklich glücklich macht. Und dieser Kelch, der dir hier gereicht wird, ist einer dieser zwei Kelche, die wir hier schon auf dem Tisch liegen haben. Und es ist der Moment, in dem du erkennst, ja, indem du erkennst, ja, was erkennst du? Es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit weiterzugehen. Vielleicht ist es auch an der Zeit, in diesen Brunnen einzutauchen. Also sprich,
in deine Seele einzutauchen, nach innen zu gehen, nicht mehr den Fokus auf dem Außen zu haben oder auf den Gedanken, die dir hier permanent durch den Kopf gehen, weil in diesen Gedankenschleifen du ziehst dich mehr und mehr in eine niedrig schwingende Frequenz hinein, mit der Versuchung, immer wieder da nochmal drüber nachzudenken, nochmal zu reflektieren. Atme und nutze die andere Qualität hier des Teufels, das ist nämlich Saturn. Und Saturn ist unser Lehrmeister und ein strenger Lehrmeister. Und er sagt hier auch, ja, schau noch einmal hin, denn es gibt etwas zu erkennen. Etwas, was dich dann hier wirklich, ich sag mal, auferstehen lässt, weitergehen lässt, was dir Mut und Kraft schenkt, weiterzugehen. Die 6 Münzen. Balance, Ausgleich, Empfangen, Harmonie. Hier wird dir eine Chance gegeben. Hier wird dir, ja, ich sag mal, ein Kelch gereicht, so du weitergehst. Hier haben wir diesen Kelch, der da auf dich zukommt. Und du kannst es im ersten Moment nicht erkennen. Vielleicht durch diesen Teufel stellst du auch dein Licht immer noch unter den Scheffel und ja, zeigst nicht all das, was da wirklich in dir ist. Es geht nicht darum, diese Traurigkeit zu verleugnen. Es geht auch hier darum, sie zu kommunizieren. Und jeder hat mal einen Tag, wo er traurig ist. Auch ich habe Tage zwischendrin, wo ich traurig bin. Ja, diese 10 Stäbe, diese Lasten, die du hier trägst, die darfst du ablegen. Was belastet dich, lieber Schütze? Was belastet dich so sehr, dass du dich hier in 100.000 Gedanken verstrickst? Lass es los, nutze diesen Ritter der Schwerter, das kann ein Einfluss von außen sein. Ja, auf zweierlei Art und Weise. Einmal, dass er sagt, hier Schütze, nun mach mal hin und komm mal hier und das musst du noch machen und das musst du noch machen. Gerade dann mit den 10 Stäben, das ist sehr belastend, wenn hier Anforderungen gestellt werden von außen. Es kann aber auch sein, dass das einfach ein Impuls ist, der von außen kommt und sagt, hey Schütze, schau mal genau hin. Was trägst du da noch? Befrei dich von all den Lasten, von all den schweren Gedanken, von dem, was du hier, ja, trägst, was gar nicht deins ist. Und der Teufel und auch die 6 Münzen, hier geht es um Balance, hier geht es aber auch um Abhängigkeiten. Wie sehr fühlst du dich vom Materiellen abhängig und wo 4 Kelche, 2 Kelche liegt deine wahre Sehnsucht. Und welchen Moving On Moment aus deiner inneren Tiefe heraus darfst du jetzt gehen? Der Turm bricht hier alte Strukturen auf, alte Strukturen, die mit dem, ja, mit Verstrickungen verbunden sind und erlaube dir hinzuschauen, lieber Schütze. Halte deinen Fokus auf dein Ziel, aber erlaube dir auch gleichzeitig tief zu schauen, was hält dich noch zurück und wo kannst du noch mehr für dich jetzt hier aufstehen und einstehen. Ich schau jetzt in der Fortsetzung mal, wie sich das Ganze gestaltet, welche zusätzlichen hilfreichen Impulse es da für dich gibt, gerade auch mit dem Teufel und den 9 Schwertern. Der Turm öffnet hier einen neuen Raum, eine neue Möglichkeit
Vielleicht ist es auch an der Zeit, einen neuen Brunnen zu bohren. Ich weiß es nicht. Wir schauen es uns an. Ich freue mich auf dich, lieber Schütze. Bis gleich.